Für die Bildunterschrift brauchen wir ein sogenanntes Textfeld. Du findest es im ersten Reiter dieser Menüleiste, dieses Menübandes. Hier ist der Befehl Textfeld. Du siehst, es gäbe auch eine vertikale Beschriftung, wie zum Teil gebraucht für den Autor des Bildes, so sehr, sehr klein geschrieben. Hier nun aber ein normales Textfeld und mit der gedrückten Maustaste kannst du dieses Feld direkt aufziehen und direkt hineinschreiben. Hier ist nun die Standardschrift dieses Dokuments noch drin, die Cambria, die will ich natürlich nicht, sondern Arial. Ich mache es etwas kleiner, nur 9 Punkt. Und dafür müssen wir den Abstand im Textfeld noch etwas ändern. Mit einem Rechtsklick auf den Rand des Textfeldes kannst du Form Formatieren wählen und hier im Bereich Textfeld den Abstand überall auf 0 stellen. Und so hat es rund um den Text keinen Rand und du kannst dieses Textfeld sehr genau positionieren, damit es also einen gewissen Abstand zum restlichen Text gibt. Nun ist noch ein bisschen das Problem, wenn ich jetzt das Bild trotzdem an eine andere Stelle verschieben möchte, dass eben das Textfeld nicht mitkommt. Deshalb gruppieren wir die beiden Elemente mit der gedrückten Umschalttaste, wähle ich das Bild zusammen mit dem Textfeld aus und jetzt wählen wir hier, wir sind im Bereich Formatieren immer noch drin, Gruppieren und jetzt wird das Ganze als eine Gruppe behandelt und du siehst, es rutscht immer zusammen mit und lässt sich beliebig an einen anderen Ort verschieben. Ein letzter Blick auf unsere Datei. Was mich noch etwas stört, ist die Quelle, die ist jetzt ein bisschen neu beim Lied, da machen wir den Abstand gegen unten noch etwas größer, aber genauso, dass eben der Text nicht auf die nächste Seite springt. Abstand 12 reicht immer noch. Und wir sind fertig, das sieht doch recht hübsch aus. Um noch etwas besser den Blick fürs Ganze zu bekommen, blende ich die Steuerzeichen, diese unsichtbaren Zeichen aus. Und bin doch recht zufrieden mit meinem Werk.